Die Menschen sind glücklich. Das sollten sie auch. Zum ersten Mal, seit Ares uns mit Krieg gestraft hat, sind die Delos-Inseln frei. Aber wo ist Kyra? Sie verpasst sonst keine Gelegenheit, mit ihren Truppen zu trinken. Sie sagte, du hast ihr Geheimnis bewahrt. Ich bin immer noch schockiert. Podarkes war kompliziert, aber trotzdem ihr Vater. Sie zog allein los, um ihn zum Fährmann zu schicken. Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, die Geschichte geht weiter. Ich habe jetzt gerade eben, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, eine kleine Nebenquest gestartet und habe Kyra mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und ja, jetzt wird es noch ein kleines Nachspiel geben. Aber nichts Schlimmes. Okay. Alle guten Krieger verdienen eine Verabschiedung. Sogar Podarkes. Bete, dass man uns dieselbe Ehre erweist, wenn unsere Zeit kommt. Doch bis dahin gibt es noch Wein zu trinken und Geschichten zu erzählen. Eine großartige Geschichte. Die Truppe verdient es. Vor allem Thaletas. Ja, das tut er. Er ist gleich dort oben. Ich wollte ihm noch sagen, wie ich das Auge verlor. Und die Mannschaft? Können wir ablegen? Wenn du es befiehlst. Doch lass sie zuerst mit uns trinken und singen. Du hast dir das auch verdient. Neue Quest. Denkwürdige Nacht. Die werden wir jetzt starten. Warum muss ich da ins Inventar gehen, verdammt? Wahnsinn, hey, ohne Witz. Ja. Das werden wir jetzt machen. Und hier eine schöne Feier machen. Oh, schau mal hier. Das schaut echt schön aus, oder? Die hatten früher schon Disco-Lights. Disco-Lights. Hoffentlich ist Kyra auch da. Die schaut mir ziemlich gut aus. Und ich hätte schon etwas Lust. Geht's nicht eigentlich rein? Ah, das ist bestimmt hier oben. Hallo, servus. Ah klar, wir hätten außen rumgehen sollen. Ah, das geht. Oh, sorry. Schaut geil aus, hör? Ziemlich weit weg. Warte, ob sich da hinten bin, hör. Ja. Wir nehmen die kleine Abkürzung hier. Für den Fährmann. Nun geh in den Fluss der schwarzen Nacht, umarme die endlose Dunkelheit. Wandle unerkannt, auch im Haus des Hades, und ziehe umher mit den Schatten der Toten. Du solltest dich nicht alleine verabschieden. Ich bin froh, nicht allein zu sein. So lange wollte ich ihn brennen sehen. Nun, da es soweit ist, ich dachte, ich würde Frieden finden. Und was spürst du stattdessen? Früher war es der Wunsch nach Rache. Jetzt Leere. Getötet, das warst du. Ich hatte eine Chance, mich von ihm zu verabschieden, und du nahmst sie mir. Von mir haben die Götter Gerechtigkeit verlangt. Naja, deswegen hinter der Böse. Ja, war ja klar, obwohl ich der Gute bin.
Ja, du bist undankbar, eindeutig. Jetzt und hier zählen nur die Menschen, die für dich gekämpft haben. Und sie brauchen dich, nicht die Götter. Du hast recht. Sie brauchen mich. Und ich brauche sie. Wir sind Rebellen ohne etwas, wogegen wir rebellieren können. Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Vielen Dank. Versteht einer die Frauen? Ich auch nicht. Was wirst du jetzt tun? Mykonos muss wieder aufgebaut werden. Dann werden wir das tun. Aber nicht wieder so, wie es war. Nicht wie Vater es wollte. Wir machen es zu einer Heimat, in der unser Volk frei sein kann. In der es gut leben kann. Kyra, er ist tot. Deine Rebellen warten. Und sie feiern. Lass uns mit ihm feiern. Leb wohl, Vater. Okay, gehen wir wieder zurück zur Feier. Los jetzt! Ja! Bist du ja. Du siehst glücklich aus. Ich ließ die Vergangenheit hinter mir, mit deiner Hilfe. Nun sehen wir, was das Schicksal bringt. Du warst da, als Kyra dich brauchte. Du bist ein Verbündeter Spartas und unserer Inseln. Ich wollte für Kyra da sein. Sie hat mich gebraucht. Du hast mich gebraucht. Ja. Nun, hast du das von Talitas gehört? Vater beruft ihn nach Hause. Sie wollen ihn zum Feldherrn ernennen. Und ich habe bereits abgelehnt. Mein Platz ist hier, auf Delos. In meiner neuen Heimat, mit der Frau, die ich liebe. Ah. Ja, dann. Ihr habt euch diese Feier verdient und all den Reichtum, den die Götter euch bringen. Die Götter gaben mir mehr als genug. Jeglicher Reichtum ist für die Bewohner der Insel, nicht für uns. Danke, Alexios. Wir verdanken dir unser Leben. Dann wärt es glücklich. Ich dachte, ich kann hier noch einen wegstecken, aber doch. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Bereit für den Aufbruch! Bodakis ist tot, Talitas und Kyra haben ihre Inseln und ich habe andere Ziele zu verfolgen. Du hast gesehen. Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte. Wieso verabschiedest du dich nicht mit einer mitreißenden Rede, die alle ermutigt? Ja, okay, komm, das machen wir mit. Verabschieden wir uns. Kerete! Beruhigt euch, beruhigt euch! Alexios möchte euch etwas sagen. Er tötet die Athener. Nee, lieber nicht. Pelia! Ab heute lebt ihr in Freiheit! Also feiert, dass die Ionisos eure Becher füllen und die Musen eure Lieder singen! Hebt eure Becher! Auf Alexios! Warum denn auf mich? Für Sparta! Gute Rede. Doch wie viele der Rebellen können sich ein freies Delos vorstellen? Ich glaube, das kam gut an. Natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Ich versammle die Mannschaft. Wir sehen uns auf dem Schiff.
Aye, aye, Captain. Sokrates, willst du dich uns anschließen? Ich wollte euch nur verabschieden. Ich segle am Morgen auf einem Handelsschiff. Möge Poseidon die Wellen beruhigen. Barnabas, können wir die Segel setzen? Die Mannschaft ist bester Dinge, wenn auch etwas verkatert. Aber das Schiff ist bereit. Gut. Ich wünschte nur, wir würden Kyra und Thaletas nicht mit dem Wiederaufbau nach der Rebellion allein lassen. Ist man wirklich alleine, wenn man Freunde und Verbündete an seiner Seite hat? Ganz genau. Weißt du noch, was du sagtest, als du die Insel zum ersten Mal betreten hast? Ich sagte, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Deshalb kamen wir hierher. Und genau das hast du gemacht. Man nennt dich nicht ohne Grund den mächtigen Söldner. Wer nennt mich so? Na, er. Nun denn, es ist Zeit, der Mannschaft Befehle zu geben. Wohin segeln wir als nächstes? Ja klar, sicher, zum nächsten Kultisten. Ich hab da schon was im Visier. Podarkes war nur ein Kultist, Barnabas. Wo wir auch hinsegeln, finden wir mehr von ihnen. Und ich werde sie alle töten. Abgeschlossen. Ein denkwürdiger Abend. Der war echt denkwürdig, muss ich sagen. Barnabas, du stehst hier mitten im Netz, im Seil. Wir gehen jetzt aufs Schiff. Schauen erstmal, was der Vogel hier will. Du Vogel. Ah, schau mal, wer da ist. Gut, dann sag ich, das war jetzt mal eine gechillte Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen oder ein Like. Und ein Like. Aber schaut mal, wie schön die Insel ist. Die ist doch schön, oder? Da möchte man doch einfach nur rumfliegen, sich das komplett anschauen. Herrlich, wa? Wunderschön. Da ist unser Schiff. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da lassen. Und in der nächsten Folge geht's zur Arena, auf dem Weg zur Arena. Ob wir dann in der Arena sind, weiß ich nicht, aber es. Ich werde den Kurs setzen. Also, bleibt sauber, bleibt gesund, euer Infected Delta.